Liebe Freunde, also ich kriege da immer Tränen in die Augen. Das Geld für die Bücher, mit dem habe ich dann Waisenhäuser gebaut. Und irgendwann bin ich satt, hinter der NATO herzuziehen und Waisenhäuser zu bauen, Prothesen zu bauen, Krankenhäuser zu bauen. Ich würde gerne mal in ein Land kommen, wo die NATO Frieden geschaffen hat. Liebe Freunde, dort drüben, hinter dem Gebäude, halb links von den Zuschauern hinter euch, diskutieren die Teilnehmer der Kriegskonferenz gerade darüber, wie man den Ukraine-Krieg möglichst lange weiterführen kann. Und hier stehen wir, mit dem Ziel, den Ukraine-Krieg möglichst bald zu beenden. Durch Friedensverhandlungen, durch echte Friedensverhandlungen, weil die Menschen unter diesem Krieg nur noch leiden. Und ich sage Ihnen jetzt etwas, was Sie alles nicht in den Medien lesen. Ich habe heute dazu noch mal mit einem der höchsten Militärs Deutschlands gesprochen. Die Ukraine hat diesen Krieg längst verloren und sie lesen es nicht und sie schreiben es nicht. Die Ukraine ist stehend K.O. Sie hat 5-mal so viel Soldaten verloren als Russland. Das macht mich nicht froh. Das macht mich traurig, weil die Ukraine jetzt nur noch sinnlos verheizt wird von den Amerikanern. Und dagegen wehren wir uns. Jeder führende Politiker im Westen, jeder Militärexperte weiß das. Um Russland zu besiegen, muss man früher aufstehen als diese debile Vogelscheuche Joe Biden. Die Ukraine ist jetzt nur noch Kanonenfutter der USA. Und auch das muss man sagen, die Verhandlungsposition der Ukraine wird jeden Tag schlechter. Die ziehen sich aus immer mehr wichtigen strategischen Gebieten zurück. Und das ist chancenlos. Die USA haben in der Ukraine nie defensive Ziele verfolgt. Ihnen ging es nie darum, die Ukraine zu retten oder zu verteidigen. Es ging ihnen darum, Russland zu schaden, dem angeblichen Weltmachtkonkurrenten. Das war ihr Ziel. Den Russen auf die Pelle zu rücken, die Russen kaputt und fertig zu machen. Dieser Krieg ist ein Krieg Amerikas. Und die sind ganz stolz, die sagen sich, boah, schaut euch an, wie viel Waffen wir zerstört haben in Russland, wie viel wirtschaftlichen Schaden wir angefügt haben, wie viel 50.000 Soldaten wir ausgeschaltet haben. Und keinen einzigen Mann haben wir dafür riskieren müssen. Das sind tolle Kriege. Das können Sie abends auf CNN hören. Bei uns wird es nie berichtet. Und die Strategie, Russland fertig zu machen, mag im Interesse der Weltmacht Amerika liegen. So sind Weltmächte. Und so waren sie vielleicht auch früher. Und das liegt vielleicht, ich sage vielleicht, im Interesse Amerikas, aber es liegt nicht im Interesse Deutschlands, diesen Krieg zu führen. Im Interesse Deutschlands liegt nicht Krieg mit Russland, sondern Frieden mit Russland, Partnerschaft mit Russland, Freundschaft mit Russland. Das ist unser Interesse. Und dafür gibt es viele Gründe. Ich nenne mal 3. Der erste ist geostrategisch. Schauen Sie auf eine Landkarte. Sehen Sie das kleine Europa und dahinter das riesige Russland. Eine strategische Partnerschaft würde bedeuten, dass sich der Rohstoffreichtum Russlands mit dem theologischen, technologischen Reichtum Europas verbindet. Das würde uns so viel Freiheit, so viel wirtschaftliche Stärke, so viel Unabhängigkeit von Amerika geben. Und genau deswegen will Amerika das nicht
Und genau deswegen will Amerika diesen Krieg. Und der zweite Grund, warum eine Partnerschaft mit Russland wichtig wäre: den deutschen Bürgern und der deutschen Wirtschaft ging es heute doch viel besser, wenn Scholz, Habeck, Baerbock nicht schon vor Jahren auf die Schnapsidee gekommen wären, zu sagen, wir wollen die Gasimporte aus Russland auf Null führen. Das haben die doch öffentlich gesagt, der Habeck, als er Kanzlerkandidat war, ich weiß nicht, vor 5 Jahren, wurde er gefragt, was er dem Putin sagen würde, wenn er ihn auf dem Klo treffen würde. Dann hat er gesagt, ja, der Putin kennt mich nicht, aber ich kenne ihn. Und ich würde ihm sagen, dein Gas wollen wir nicht mehr. Das war doch Strategie. Und wenn Scholz heute sagt, die haben uns den Gashahn abgedreht, ist das wieder eine Lüge dieses lügenden Bundeskanzlers. Scholz und die Grünen haben den Deutschen den Gashahn abgedreht. Für die zahlen sie jetzt. Für die geht unsere Wirtschaft kaputt im zweiten Jahr hintereinander. Und liebe Freunde, Sie sehen, ich bin richtig wütend und erregt. Und auch aus moralischen Gründen spricht alles für eine Partnerschaft mit Russland, bei der auch Russland vieles ändern müsste. Auch aus moralischen Gründen. Wir haben im Zweiten Weltkrieg nicht nur mit 3 Anführungszeichen, 6 Millionen Juden umgebracht. Die Deutschen haben 27 Millionen Bürger der Sowjetunion umgebracht. Davon über die Hälfte Russen. Und wir haben auch, genau wie gegenüber Israel, eine große moralische Verpflichtung gegenüber diesem Russland. Eine Verpflichtung, der wir bisher nie gerecht geworden sind. Keiner redet darüber, über die toten Russen, deren Tod wir verschuldet haben oder unsere Vorfahren. Liebe Freunde, ich kritisiere und ihr ja auch trotzdem den Krieg Russlands. Aber Russland ist an diesem schlimmen Krieg doch nicht alleine schuld. Jeder weiß doch, dass keine Großmacht der Welt zuschauen würde, wie sie vom gegnerischen Bündnis umzingelt und eingekreist wird. Keine Weltmacht würde zuschauen. Was würden denn die Amerikaner sagen, wenn die Chinesen und die Russen gemeinsam ihre Truppen und Raketen an den Grenzen der USA aufstellen würden in Mexiko? Das würden die Amerikaner doch nie akzeptieren. Würden sie nie akzeptieren, genauso wenig wie Russland. Und das hat man ja bei der Kuba-Krise gesehen, dass die Amerikaner niemanden zu nahe an ihr Mutterland heranlassen. Und den Russen, die anders als die Amerikaner mehrfach überfallen worden sind, Napoleon, Hitler und so weiter, die reagieren natürlich voraussehbar besonders skeptisch und mindestens so kritisch wie die Amerikaner. Und aus diesen Gründen sind wir für Verhandlungen. Und wir sind für Frieden. Frieden für die Ukraine, Frieden für Russland und Frieden für Deutschland, weil 2 Weltkriege mehr als genug sind. Es reicht. Es reicht, Herr Scholz. Die grünen Waffenfans behaupten jetzt, es gäbe eine moralische Verpflichtung. Wenn ein Land überfallen wird, müsse man dem überfallenen Land Waffen liefern. Das ist ja die Argumentation, denen wir alle entgegentreten müssen. Erreichen Sie ja und erleben Sie ja alle ständig. Wenn wir allen überfallenen Ländern Waffen liefern müssten, müssten wir überall auf der Welt uns einschalten in Kriege. Vor allem in Kriege der Amerikaner. Wir werden in Korea intervenieren müssen. Wir werden in Vietnam intervenieren müssen. Wir werden im Irak intervenieren müssen. Das kann doch nicht die richtige Strategie sein. Und um es an einem ganz einfachen Beispiel zu sagen, wenn Sie nachher im Dunkeln nach der Demo nach Hause gehen und Sie sehen, wie 2 Menschen aufeinander losgehen, der eine hat eine Axt und der andere hat nur ein großes Messer,
Da gehen Sie doch nicht hin und geben dem mit dem großen Messer auch eine Axt, damit er besser zuschlagen kann. Wer das täte, würde sich doch strafbar machen. Der käme in die Klapsmühle. Ist doch verrückt. Sie lösen doch einen Konflikt nicht, indem Sie dem Unterlegenen auch Waffen geben, sondern Sie lösen den Konflikt, indem Sie sich einschalten, indem Sie versuchen, den Grund des Konflikts zu lösen. Schauen Sie, Frieden ist etwas sehr Zerbrechliches. Und die Aufgabe deutscher Politik besteht nicht darin, sich in Kriege einzumischen oder reindrängen zu lassen, sondern unser Land aus diesen verfluchten amerikanischen Kriegen herauszuhalten. Das ist Und wenn Kriege trotzdem ausbrechen, energisch zu versuchen, sie durch kluge Verhandlungen zu beenden. Draufhauen kann jeder Depp. Frieden machen ist schwierig. Und die in dieser Regierung können es offenbar überhaupt nicht. Und deswegen sollten wir sie sehr bald zum Teufel jagen. Krieg ist nie die Lösung. Krieg ist nie die Lösung, weil es keine anständigen Kriege gibt. Weil es keine anständige Art des Tötens seines Nachbarn gibt. Man kann nicht anständig seinem Gegner den Schädel einschlagen. Krieg ist eine Katastrophe. Und das Deutschland, das ihr liebt, das wir lieben, das ist kein Kriegstreiber. Das Deutschland, das wir lieben, ist Friedensstifter. Das ist unsere historische Mission, Frieden zu stiften auf der Welt. Liebe Freunde, ich bin vor wenigen Tagen von einer einwöchigen Palästina-Reise zurückgekehrt. Und ich möchte sagen, dass ich tief erschüttert bin, weil beide Seiten sich überhaupt nicht verstehen, jeder nur das eigene Leid sieht. Aber das Leid der Palästinenser ist so unbeschreiblich. Ich habe einen Krieg mit meinem Sohn, den letzten 2014, 10 Tage miterlebt. Und jetzt ist es das Zehnfache. Es ist unglaublich. Und deswegen möchte ich von München aus dem leidenden palästinensischen Volk zurufen, liebe Palästinenser, euer Schmerz ist auch unser Schmerz. Erst wenn ihr frei seid, erst wenn ihr wie Menschen behandelt werdet und nicht mehr wie Tiere, dann haben wir Deutsche unsere Vergangenheit wirklich bewältigt. Es kann nicht sein, dass Palästina einen Großteil unserer Schuld jetzt abbezahlen muss. Der große Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, diese Woche verstorben, der deutsch-jüdische, deutsch-französische Politologe Alfred Grosser hat gesagt, wer Hitler wirklich abschütteln will, muss heute die Palästinenser unterstützen. Dann überwindet man das, was die Nazis damals angerichtet haben. Und die Tatsache, dass die Bundesregierung im Gegenteil die Kriegsverbrechen Israels uneingeschränkt unterstützt und auch mit Waffen unterstützt, dass sie die Rüstungsexporte an Israel seit Kriegsbeginn verzehnfacht hat. Das ist ein Skandal. Das ist ein militaristischer Skandal. Was in Gaza mit deutscher Unterstützung geschieht, mit deutscher Unterstützung, ausdrücklicher Unterstützung, dieses Herrn Bundeskanzlers widerspricht allen Regeln der Menschlichkeit. Da werden Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Moscheen, Flüchtlingslager bombardiert. Da werden Kinder zu Tausenden gemordet. Und unsere Regierung leistet uneingeschränkte Unterstützung. Ist doch unglaublich. Das hat doch mit der berechtigten Selbstverteidigung Israel nichts zu tun. Das ist Massenmord an Kindern. Das ist Beihilfe zu Kriegsverbrechen.
Wir fordern unseren Partner, unseren selbstgewählten Freund Israel daher auf. Erstens, behandle die Palästinenser endlich wie Menschen. Ein Palästinenser ist genauso viel wert wie ein Israeli. Zweitens, stoppt diesen kriminellen Krieg. Drittens, gebt den Palästinensern die 1967 besetzten Gebiete, gebt ihnen Gaza, gebt ihnen das Westjordanland und gebt ihnen Ostjerusalem wieder zurück. Diese Gebiete gehören den Palästinensern und nicht den Israelis. Und von der deutschen Bundesregierung fordern wir, und ihr ganz besonders, wie ich gespürt habe bei den anderen Rednern, stoppt sofort alle Rüstungs- und Waffenlieferungen an Israel. Diese Rüstungshilfe ist Beihilfe zu Kriegsverbrechen. Und die ist nach Paragraph 8 und Paragraph 11 des Völkerstrafgesetzbuches mit Gefängnis zu bestrafen. Und deswegen habe ich heute Strafanzeige beim Generalbundesanwalt, beim Bundesgerichtshof gegen diese Bundesregierung wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen erstattet. Und unser Freund Dehm wird es mit Freude hören. Führende Politiker aus seiner früheren Partei haben sich heute bei mir dafür bedankt. Musste mal gesagt werden. Ich will, dass die Mitverantwortung der Bundesregierung für die Verbrechen Netanjahus, ich sage bewusst Netanjahu, weil nicht alle Israelis das billigen, dass diese Mitverantwortung Deutschlands gerichtlich geklärt und festgehalten wird. Und dass deutlich wird, dass Politiker nicht alles dürfen. Und liebe Freunde, ich nähere mich zur Freude von Mona, die ihr strenges Regiment führt, im Ende. Wir fordern von der Bundesregierung ferner, dass sie endlich ihre peinliche Unterwürfigkeit gegenüber Amerika und Israel beendet. Überall auf der Welt, wo ich hinkomme, sagen die Leute, was ist denn mit euch los? Und ich habe so eine Unterwürfigkeit. Ich bin jetzt, wie lange, über 50 Jahre, 60 Jahre politisch tätig. Ich habe so eine Unterwürfigkeit noch nie erlebt. Ich habe richtig Angst, dass die auf ihrer eigenen Schleimspur mal ausrutschen und sich verletzen könnten. Liebe Freunde, wenn Arschkriecherei eine olympische Disziplin wäre, wäre die Ampelpolitik eine der große Goldmedaillenaspirant. Keiner würde sie schlagen. Und noch eine letzte wichtige Forderung an die deutsche Regierung. Gebt der deutschen Bevölkerung ihre Meinungsfreiheit zurück. Gebt ihnen die Meinungsfreiheit zurück. Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Habeck und auch Herr Merz, der genauso schlimm ist. Wir lassen euch von euch nicht länger den Mund verbieten. Wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir denken dürfen, was wir sagen dürfen. Haltet euch endlich an das Grundgesetz, das Meinungsfreiheit fordert und Zensur verbietet. Eure Zensur ist verfassungswidrig. Liebe Freunde, wir sind für Frieden, wir sind für Freiheit, weil wir den Menschen unseres Landes ersparen möchten,
was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, ich übrigens auch noch als Fünfjähriger, was die Deutschen im Zweiten Weltkrieg erleben und erleiden mussten und was die Menschen in Gaza gerade erleiden, das möchten wir Deutschland ersparen. Und die Gefahr ist größer, als es zugegeben wird. Viel größer. Und sie ist nicht nur deswegen größer, weil es andere aggressive Länder gibt, sondern weil wir inzwischen selber ein besonders aggressives, militaristisches Land geworden sind. Liebe Freunde, ein letzter Satz. Wir müssen unser Land bald von dieser Regierung befreien. Sie treibt unser Land nicht nur ins Unglück, sondern auch in die Schande. Der Teufel soll diese Regierung holen. Und Herr Netanjahu kann er dabei gleich mitnehmen. Ich danke euch. Ja, der Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Dankeschön. Du machst uns so viel Mut. Danke dir. Vielen herzlichen Dank an Jürgen Todenhöfer. Danke.